Ja, hallo ihr Lieben, so beginnt immer mein Morgen, jeden Tag. Ich stehe morgens meistens um 6 Uhr auf, zumindest an den freien Tagen und wenn ich Spätdienst habe. Und wenn ich natürlich Frühdienst habe, dann muss ich schon kurz vor 5. Auch da mache ich das morgens alles so, jetzt zumindest im Sommer, wenn es so schön hell ist. Ja, wie ihr gesehen habt, meine Meerschweinchen mümmeln jetzt schon ihr Heu. Ich gebe jeden Morgen frisches Wasser und frisches Heu. Auch wenn die Meerschweinchen über Nacht Heu hatten und noch vom Vortag Heu da ist, ich füttere jeden Morgen frisches Heu als erstes. Und wie ihr sehen könnt, mümmeln die ja auch alle. Und das ist wirklich eine gute Basis für den Tag, wenn sie viel Heu aufgenommen haben. So ist auch das Frische und wenn man Heu füttert und auch Kohl oder auch mal Obst, dann ist das alles bekömmlicher. Ja, als erstes gehe mal meinen Rundgang, wie ihr eben gesehen habt, schaue, ob alles in Ordnung ist. Dann gehe ich immer unten als erstes füttern, also die große Gruppe bekommt als erstes Heu und Wasser. Und das gleiche mache ich dann hier beim Kalle und Fussel. Dann gibt es hier auch erstmal frisches Wasser und frisches Heu. Dann füttere ich auch immer gleich die Vögel. Das Wasser erstmal hier raus. Der Rasen freut sich an der Stelle immer. Ich habe in meiner Voliere hier zwei Wasserstellen. Und zwar hier unten die große mit dieser Tonschale. Und dann habe ich hier oben noch zwei so eine kleinen Plastikschalen. Da habe ich so eine Aufhängung gemacht. Und da bleibt das Wasser da oben auch länger sauber. Ja, ich gebe den Vögeln immer kleine Leckereien in der Voliere, so wie Obst, Gemüse.
Hier jetzt Kolbenhirse. Das andere Futter für die Vögel gebe ich immer nur im Schutzraum, die Körner, weil es wird dann nicht so viel, es hält nicht so viel Dreck an im Flugraum, sondern im Schutzraum mehr und es lässt sich dort auch leichter sauber machen, weil die ganzen leeren Hülsen liegen natürlich überall rum und das ist, finde ich, angenehmer, wenn ich das nur im Schutzraum habe. Ja, was mir immer noch ganz wichtig ist, am Morgen, wenn ich meine Tiere versorgt habe, hier seht ihr, wie auch Fussel und Kalle, ja, wo ist Kalle? Wie die auch das frische Heu mümmeln. Auch die hatten noch Heu gehabt und trotzdem gehen sie sofort an das frische Heu ran, was auch wirklich wichtig ist. Ich glaube, Kalle ist irgendwie hier hinten in diesem hohlen Baumstamm. Deswegen lässt er sich jetzt nicht blicken. Aber es ist ja immer so, wenn man mit der Kamera unterwegs ist, klappt das nicht. Da sehen wir Kalle und Fussel beide, wie sie ihr Heu mümmeln. Die beiden. Ah, es gibt ein bisschen Stress zurzeit. Dazu werde ich jetzt auch mal in den nächsten Tagen vielleicht noch ein Video hochladen. Und zwar gab es einen Wechsel in der Rangordnung. Kalle ist jetzt nicht mehr der Boss. Fussel ist groß und kräftig. Und jetzt ist Fussel hier der Boss und Kalle musste sich einfach unterordnen. Ja, und was ich eben noch sagen wollte, was mir noch ganz wichtig ist am Morgen, wenn ich meine Tiere versorgt habe, dann schaue ich immer, ob unsere Gartenvögel Futter haben. Ich fütter das ganze Jahr durch. Also ist eigentlich das allererste Jahr, dass ich das mache. Ich habe ja Weihnachten damit angefangen, weil wir hatten wirklich keine Vögel im Garten und jetzt haben wir wirklich ganz viele Vögel im Garten und das ist einfach toll. Und ich denke, wir können ja auch der Natur mal ein bisschen was zurückgeben, wo wir sie alle so ausbeuten. Ja, hier ist unsere Rosi und unsere Schoko. Warum die hier so bedeppert reinschauen, weiß ich auch nicht. Ich wollte noch mal kurz die Kamera drauf halten. Aber da beißt bestimmt gerade irgendwas. Danke Schoko für das Gespräch. Auch so. Ja, und zu Rosi wird es bestimmt bald ein Video geben. Der eine oder andere kann sich bestimmt denken, warum. Mit diesen Bildern möchte ich mich erstmal verabschieden. Wie immer, liebe Grüße, euer Frank.